Im letzten Video zur C-Sharp Interactive Shell in Visual Studio ist eine spannende Frage aufgetreten aufgetaucht. Und zwar sind diese Skripts auch als eine Art Batch-Datei konvertierbar, damit man damit nicht Visual Studio braucht. Und die Antwort ist eigentlich, oder die Idee ist gar nicht so schlecht, nämlich C-Sharp als Skriptsprache. Und dem Thema möchte ich mich in diesem Video kurz widmen. Was brauchen wir, was können wir machen, um C-Sharp einfach als Skript laufen lassen zu können? Also, als erstes brauchen wir mal ein Skript. Und interessanterweise sind sich alle einig, dass die Extension für ein C-Sharp-Skript CSX ist. Warum auch immer. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, darum sind sich auch alle einig, wie man denn das machen kann und handhaben kann. Und ich habe mal hier ein Console-Write-Line Hello World und diese Datei ist unter diesem Namen in diesem Verzeichnis verfügbar. Und die erste Möglichkeit, die ich euch zeige, ist csi.exe. CSI.exe ist im Endeffekt C-Sharp Interface, Interpreter, irgend sowas in der Art, in der wir so ein Skript sozusagen ausführen können. Diese CSI.exe ist allerdings im Verzeichnis vom Visual Studio 2019, dann im Community etc., wo auch das immer ist oder welche Edition ihr immer habt, dann MS Build Current Bin Roslyn. Also es ist so ein Roslyn Compiler Feature oder beziehungsweise so eine Exe, die mit dem Roslyn Compiler mitkommt. Und naja, wir sehen schon, es ist in C Program Files Visual Studio. Also, damit wir die CSI-Exe haben, brauchen wir schlussendlich irgendwie wahrscheinlich wieder Visual Studio. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe das mal so zur Seite und führe das mal aus. Ja, und wir sehen hier Hello 42 Entwickler. Ja, damit das auch wirklich live ist. Have fun, speichern, neu ausgeführt, die CSX-Datei, Hello 42 Entwickler, have fun. Also die CSI-Exe ist sozusagen eine C-Sharp Interactive Shell, wenn man so will. Man kann hier auch wirklich CSI-Exe einfach aufrufen und wir haben hier ähnlich wie in Visual Studio drin die C-Sharp Interactive Compiler, also die Shell. Sozusagen. Ich kann auch hier sagen, console write-line hi und er gibt hi aus. Int x ist gleich 3, int y ist gleich x plus 2. Ja, console write-line y. Also so richtig eine interaktive Shell haben wir hier mit der CSI-Exe. Also die CSI für Interactive Shell wahrscheinlich. Ist eine Möglichkeit, damit wir die haben, brauchen wir wohl Visual Studio wieder. Eine andere Möglichkeit, die es auch gibt, ist C-Sharp REPL. Und damit wir C-Sharp REPL verwenden können, müssen wir das erstmal installieren. Und zwar am besten mit diesem Befehl, .NET Tool, wir installieren ein Tool und dann install, -g für global, ja, sieht ähnlich aus wie Node.js, ja, ich weiß, und dann C-Sharp REPL. Dadurch wird C-Sharp REPL global installiert. Ich habe es in dem Fall schon mal gemacht, deswegen sagt er already installed. Ja, und wie können wir jetzt, also damit das geht, brauchen wir natürlich selbstverständlich .NET entsprechend installiert. Also ein .NET 5 brauchen wir schon installiert, damit wir auch dieses .NET Tool, diese Command-Line-Optionen entsprechend haben und damit wir natürlich C-Sharp kompilieren können und auf die .NET Framework Funktionen zugreifen können, ohne dem wird es nicht gehen. Also wir brauchen .NET ohnehin im Client installiert. Das brauchen wir mal. Mit .NET Tool Install können wir C-Sharp REPL nachinstallieren, sozusagen als Tool. Dann brauchen wir kein Visual Studio. Und mit diesem C-Sharp REPL können wir jetzt ebenfalls nahezu das gleiche machen, wie eben mit dieser Interactive Shell. Also einfach mal C-Sharp REPL ausgeführt und wir kommen hier Welcome to C-Sharp REPL, wir können mit Help aufrufen, bekommen hier ein paar Infos, wir können hier direkt, wie gesagt, entsprechend programmieren. Console, wir haben sogar sowas wie IntelliSense hier, WriteLine, hi, int x ist gleich 3, int y ist gleich 2, Strichpunkt vergessen, int z ist gleich x mal y, console, WriteLine, z.
ergibt 6. Also wie wir sehen, C-Sharp REPL können wir das entsprechend machen. Wir können aber auch Exit C-Sharp REPL aufrufen mit so einem ja, CSX-File wieder. So, und das haben wir ja unter C dev CS Script 1 CSX. Sagt wieder Welcome Running Supply CSX File. Man sieht, es dauert ein bisschen länger als die CLI-Exe, aber auch hier haben wir die entsprechende Ausgabe mit Hello 240 Entwickler, have fun. Also C-Sharp REPL ebenfalls eine Möglichkeit, zahlt sich durchaus auch mal aus, das sich anzusehen, gerade wenn man sagt, aus meinem Programm will ich andere Skripts, ich will Scripting supporten, ich will erlauben, dass andere Skripts meine Libraries verwenden, dass mein Programm Skripts lädt, so ähnlich wie es ein GIMP macht oder ähnliches. Geht, ja, geht grundsätzlich. Mit C# kann man machen. So, also die CSI-Exe gibt es mit Visual Studio sozusagen. C# REPL kann man sich durch den .NET Tool Install-G C# REPL entsprechend das Tool dazu installieren. Was es auch gibt, ist zum Beispiel .NET Script. Und da gibt es auch andere, wenn man googelt. Ebenfalls gleiche Installation, .NET Tool Install für -G für global, .NET Script. Enter. Jetzt installiert er das .NET Script. Und dann können wir zum Beispiel ja, auch das entsprechend verwenden. So, hat ein wenig gedauert, ist jetzt da und jetzt kann ich sagen .NET Script und wieder c:\dev. Nein, dieses Script-File und eigentlich müsste auch das jetzt funktionieren, dass er dieses Script-File ja, lädt, kompiliert und dann entsprechend ausführt. Das dauert jetzt länger. Dum, du, 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 dum. Der sucht noch Eichhörnchen. Tja. Jetzt. Okay, das hat verdammt lange gedauert. Mal schauen, dauert es beim zweiten Mal auch so lang? Nein. Okay, keine Ahnung, was der noch gemacht hat beim allerersten Start. Irgendwas kompiliert, keine Ahnung. Auf jeden Fall beim zweiten Mal geht es schon signifikant schneller und beim dritten Mal. Also auch .NET Script eine Möglichkeit, um entsprechende Script-Files ja, hier zu verwenden, hier zu machen und eben ja, das irgendwie zu erlauben. So eine eigene Skriptsprache in das eigene Programm zu inkludieren. Und zwar auf Basis von C# mit allen Möglichkeiten, die wir so haben. Das sind nur drei Beispiele. Bestimmt gibt es noch viel mehr. Ja. Viel Spaß beim Ausprobieren. Eine kleine schlechte Nachricht noch, die kommt natürlich zum Schluss, ist klar. Wenn ich jetzt die C-Sharp Interactive Compiler hier verwende aus Visual Studio heraus, dann habe ich natürlich tollen Komfort. Allerdings, wenn ich jetzt genau das als Skript sozusagen gerne hätte, das speichern möchte, was ich hier habe, habe ich ein kleines Problem. Denn ich kann hier sagen, rechte Maustasten, Copy Code zum Beispiel. Aber das Einzige, was ich dann bekomme, ist diese Zeile. Ja, das ist doof. Ein Trostpflaster, allerhöchstens ein Trostpflaster. Vielleicht weiß auch sonst jemand eine Möglichkeit. Ja, das ist Save All hier, funktioniert nicht. Aber ein Trostpflaster wäre möglicherweise Alt. Dann kann ich hier entsprechend mehrere Zeilen kopieren und zwar spaltenweise kopieren, Steuerung C drücken und dann hier Steuerung V machen, dann hätte ich es hier. Allerdings natürlich blöd, wenn ich hier mehrere oder größere Ausgaben habe, dann funktioniert das vielleicht nicht mehr so gut. Ja, wenn wer noch eine andere Lösung kennt, schreibt es in die Kommentare, beziehungsweise vielleicht kennt noch jemand andere Tools oder hat auch schon Erfahrungen damit, wie man das einbaut und was man sonst noch so machen kann. So, jetzt wirklich viel Spaß beim Selbstausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.